Wir befinden uns gerade bei unserer Gemeinschaftsanlage von den Erdmännchen und den Bärenstummelaffen. Da hat es jetzt dann für Ostern ein bisschen was Besonderes gegeben wieder mal, nämlich eine Ostereier für unsere Erdmännchen. Die sind auch sehr gut angenommen worden und auch in der Wildbahn zum Beispiel würden sie auch immer wieder Vogeleier essen, aber auch kleinere Wirbeltiere und auch Insekten. Normalerweise würden wir die Eier jetzt nicht als Ganzes verfüttern, sondern eher zerdrücken und mehr verteilen, damit sich nicht das dominante Tier das Ei schnappt und die anderen nichts davon abbekommen. Aber alles gut. Für unsere Bärenstummelaffen gibt es im Frühling meistens einen Strauß Forsythie, quasi als Osterstrauß. Warum Forsythie? Es ist einfach quasi das erste, was schon blüht und also als Frischlaub angeboten werden kann. Die Forsythie ist zwar ein bisschen giftig, aber die Stummelaffen kommen sehr gut damit zurecht. Also sie können Giftstoffe gut verdauen. Als Tierpfleger ist es auch wichtig, dass man sich eben mit Pflanzen zum Beispiel auskennt, damit man auch immer abwechslungsreich füttern kann, weil wir schneiden auch selber für die Stummelaffen täglich das Laub. Und da ist eben auch wichtig, dass man weiß, was eben giftig ist oder weniger giftig und wie viel man von allem verfüttert.